Herzlich willkommen zum zweiten Drechsel-Chat. Ich hoffe, der erste hat euch gefallen und ich hoffe, auch mit dem zweiten seid ihr dann zufrieden. Heute habe ich als Schwerpunktthema gedacht, Meißeldrechseln. Ich weiß, das ist so ein schwieriges Thema. Die meisten lieben den Meißel nicht so sehr. Und es gibt so ein paar Tricks. Ein bisschen was kann ich euch heute zeigen und vor allem möchte ich gerne euch heute Lust auf Meißeldrechseln machen. Das ist eigentlich das, was ich am meisten möchte. Ich möchte euch Lust aufs Meißeldrechseln machen. Das ist eigentlich das Ziel vom heutigen Tag. So, wie mache ich euch Lust auf Meißeldrechseln? Indem ich euch die super schönen Oberflächen zeige, die man mit dem Meißel hinbringt. Dazu habe ich... Nein, ich sage noch was anderes zuerst. Meißeldrechseln ist heute einfach Schwerpunktthema, heißt aber nicht, dass wir nicht auch über anderes sprechen können. Es ist ja ein Drechselchat, der Drechselchat lebt von euch. Ich wiederhole das. Ich habe das letztes Mal schon gesagt. Es ist für mich sehr wichtig, dass ihr teilnehmt, dass ihr Fragen stellt, dass ihr Bemerkungen macht. Dürfen auch kritisch sein, selbstverständlich. Ich zeige euch, wie ich es mache, nicht alle machen es so. Für alle die heute neu sind, wenn ihr mich ein bisschen besser kennenlernen wollt, könnt ihr den Drechsel-Chat Nummer 1 schauen. Da habe ich mich ein bisschen vorgestellt und auch einen kurzen Blick in die Werkstatt getan mit euch. So, starten wir heute direkt. Wie gesagt, Meißel ist das Schwerpunktthema, aber wenn ihr irgendwelche anderen Fragen habt oder Bemerkungen, dann bitte macht das. So, also, wie gesagt, Meißel ist Schwerpunktthema. Ich habe ein bisschen was vorbereitet an Meißel. Alle meine Meißel. Und da schalte ich jetzt mal auf die obere Kamera. Alle meine Meißel sind schon da. Ich starte mal mit dem ganz, ganz, ganz klassischen. Da, hä? Ganz, ganz klassischer 25 mm Meißel. Meine Meißel, ich weiß nicht, ob man das sieht und wie gut man das sieht. Vielleicht mit der 1. Okay. Meine Meißel haben immer einen leichten Hohl. Oh, mein Werkzeug generell hat immer einen leichten Hohlanschliff. Das ist halt genau die Rundung, die es gibt vom... von der Schleifscheibe. Andere Leute schärfen mit dem Band. Da gibt es keinen Hohlanschnitt. Ich mag diesen Hohlanschliff sehr. Also, das hier, klassischer 25 mm Meißel, den man eigentlich so für das meiste brauchen kann. Dann habe ich meinen Lieblingsmeißel. Der ist ein bisschen breiter, das ist eigentlich der einzige Unterschied. Das ist ein 30er Meißel. Ich habe den schon sehr, sehr lange. Ich habe den schon in meiner Lehrzeit gehabt. Beim Meißel schärft man nicht sehr viel weg. Also ein Meißel dauert, der lebt lange. Der ist 30. Ich zeige euch nachher den Vorteil von einem breiteren Meißel im Gegensatz zu einem schmalen. Ah, den ganz schmalen habe ich nicht hier. Den kann ich dann noch holen. Okay, dann habe ich hier einen Meißel mit einem speziell langen Anschliff. Das ist nicht, was ich oft brauche, aber es ist mir schon vorgekommen bei Vorführungen, dass ich einen Meißel bekommen habe mit einem sehr langen Anschliff. Da habe ich gedacht, ja,
mal ausprobieren, mal sehen, was das bedeutet. Wir schauen auch das an heute. Das hier ist ein Monster. 50er Meißel. Also hier ist mein 30er, der für viele schon ziemlich groß ist. Und das ist ein 48er oder sowas. Richtig breites Teil für große Durchmesser vor allem. Das ist eigentlich schon fast ein Hobelmesser. Oft sieht man auch diesen Anschliff, Meißel mit Rundanschliff. Warum? Ist ganz interessant, aber wir schauen uns auch das mal an. Warum soll man ein Meißel rund anschleifen? Mal schauen, was ich da habe. Und dann habe ich da noch was Spezielles. Ihr kennt das vielleicht aus Facebook. Das ist der sogenannte Russenmeißel. Dazu kann ich nur sagen, ich selber bin auch nicht sehr geübt mit dem. Ich habe den kürzlich von meinem Freund Paul Rüegg erhalten und muss noch üben. Also verzeiht, ich versuche das mit euch, aber wenn das nicht gut geht, dann bitte ich jetzt schon, das zu übersehen. Aber interessant. Und dann hole ich noch einen ganz kleinen Meißelchen. Also wenn wir da den 25er haben, dann seht ihr, das ist die Hälfte. Etwa, ja, 15 wird das sein. 15 mm Meißel. Das ist so ein klassischer Meißel aus einem Pen-Turning-Set, also aus einem Stifte-Set. Auch da schauen wir uns mal an, wozu der gut sein könnte. Und was da noch zu bemerken ist, das ist so ein Ovalmeißel. Ich persönlich bin nicht so Fan von diesen, aber das ist Geschmackssache und Übungssache. Übungssache, Gewohnheitssache wollte ich eher sagen. Oh, so, hier sind wir. Ganz schönes Programm heute. 7 Meißel, die wir ausprobieren können. Also, lassen wir doch gleich mal los. Wie gesagt, ich habe diese Kamera hier, wo wir ganz nah gehen können und so weiter. Dann habe ich die 2. Die ist von hinten, die habe ich extra so installiert, damit ihr seht, wie ich den Griff halte. Also die Position, meistens Griff sehr tief und so. Dann seht ihr, wie die ganze Körperhaltung und Körperbewegung ist. Habe ich die da so installiert, dann habe ich die Kamera von oben. Können wir noch ein bisschen auszoomen, glaube ich. So, bringt das ein bisschen mehr. Und das ist eigentlich die gleiche Kamera wie die 1, nur hat es da noch mein Bildchen drin. So, eine Kleinigkeit mache ich und dann bin ich da. Holz bringe ich auch noch mit. Ich habe das ganz bequem gemacht heute. Das meiste Holz, das ich bereitgestellt habe, ist Linde. Aber ich nehme da noch was ein bisschen Bösartigeres. Linde ist natürlich einfach eines der Hölzer, welches am besten zu verarbeiten ist, mit dem Meißel speziell. Ich hole mir da noch ein Stück. Ja, Buche ist auch okay. Mal sehen. Okay, ich starte mal mit einem Stück Linde. Stück Linde, die hat ein bisschen feucht bekommen und so, also nichts Besonderes. Gerade richtig, um ein bisschen zu üben. No, ich wollte noch was machen, bevor wir da mit zwischen den Spitzen drehen beginnen, muss ich die Drehbank ausrichten. Ich habe gestern Querholz gedreht, den Kopf ausgedreht und bei den
Stratos-Bänken und bei vielen anderen Modellen auch, muss man danach kurz den Kopf ausrichten. Das ist halt einfach durch die, ja, das seht ihr jetzt gerade gut von oben. Seht ihr, das stimmt ganz und gar nicht überein. Und wenn ich jetzt da löse, mit dem Doppelkonus das zusammenstoße, dann haben wir die Sache zentriert. So. Das sind jetzt wirklich einfach Übungsstücke. Das gibt nichts Spezielles, nichts Besonderes, sondern einfach mal ein bisschen schöne Meisterspäne. So, Visier. Stefan, danke für diese Frage. Schrubbröhre oder Meißel, um rund zu drechseln. Ich komme drauf zurück. Ich hätte sowieso darüber gesprochen. Ich fange jetzt mal mit der Schrubbröhre an. Aber später werden wir dasselbe auch noch mit dem Meißel machen. Letzte Woche habe ich mit einer MIDI Pro hier gearbeitet. Die ist eigentlich normalerweise nicht hier. Und darum habe ich wieder die Stratos 230, FU 230 hier hingestellt. Das ist eigentlich die Maschine, die an diesen Platz gehört. Das mal vorgeschrobbt. Ihr seht, das ist wirklich geschrobbt. Ich zeige euch da mal den Finish, den ich jetzt da habe. Das seht ihr, das ist ziemlich übel. Aber ihr habt auch gesehen, wie ich da geschrobbt habe. Ich habe da kleine Flächen noch drin gelassen und jetzt geht es mit dem Meißel weiter. Ich bleibe gerade auf dieser Kamera. Und jetzt schauen wir uns diesen Finish mal an. Soweit man das mit der Kamera halt sehen kann, aber das sieht schon ganz, ganz anders aus. Okay, und jetzt machen wir dasselbe mit der 2, damit ihr seht, wie die Position da optimal ist. Ich darf jetzt auch wieder näher gehen mit der... Okay, also... Handgriff etwa auf Hüftknochenhöhe. Ups. Aufpassen. Handgriff auf Hüfthöhe. Ballen anlegen lassen. Phase anlegen lassen. Und dann leicht abkippen. Und dann los geht's. Dasselbe von der anderen Seite. Anlegen, leicht ankippen und dann losfahren. Dasselbe nochmal mit der Headcam. Zieh mich mal ein bisschen ran noch. Ran. Okay. Also, das sieht man da. Oben ist noch offen, anliegen lassen und dann fahren. Und dann ist das Resultat. Andere Seite geht ebenso. Also, ich habe das jetzt so schnell gemacht, dass man das kaum gesehen hat, aber auch bei mir ist so, ich lasse anliegen, kippe leicht ab und dann wird gefahren.
Hat jetzt ein bisschen geholpert. In diesem Stück Holz hat es ein bisschen eine, man sieht das auch mit der 1, also das ist nicht ganz sauber, das reißt ein bisschen aus hier. Hier nicht, das heißt, hier hat es eine kleine Gegenfaser drin und wenn ich jetzt da in die andere Richtung arbeite, erhalte ich viel die schöneren Späne als in diese Richtung und eine Top-Oberfläche. Da sieht man hier den Unterschied sehr gut. Mal sehen. So. Wenn da ein bisschen Schatten ist, sieht man das vielleicht etwas besser. Also. Da ist es ausgerissen, da habe ich in diese Richtung gearbeitet, da habe ich in diese Richtung gearbeitet und es ist nicht ausgerissen. Also, ihr müsst da wirklich auch mit dem Holz arbeiten. Ihr könnt nicht einfach sagen, ja, in beide Richtungen geht das. Je nach Holz, je nach Faser geht es in die eine Richtung besser als in die andere. Und da müsst ihr euch eben anpassen. Was ihr nicht machen dürft, sollt stirnseitig einfahren. Das reißt aus und dann habt ihr noch Glück gehabt. Im schlimmsten Fall, ihr habt nichts, um die Phase anlegen zu lassen. Im schlimmsten Fall nehmt euch gleich rein. Also mit dem Meißel oder generell in der Längsholzdreherei stirnseitig immer ausfahren und dann ab hier beginnen und auf der anderen Seite stirnseitig wieder ausfahren, ab hier beginnen und wieder stirnseitig ausfahren. Das ist sehr wichtig. Schauen wir mal an, was der Unterschied ist zwischen schmalen und breiten Meißeln. Ihr seht hier, das sieht man jetzt gut von oben. Ich arbeite etwa in der Mitte, eher leicht unter der Mitte, sicher nicht über der Mitte vom Zentrum vom Meißel. Das Gefährliche ist diese Spitze hier. Die untere ist weniger gefährlich mit der unteren Spitze, da kann man auch arbeiten, das ist nicht so ein Problem. Die obere, die nimmt es euch gleich rein. Ne? Also die obere, auf die verzichtet ihr besser. Das heißt, wenn ich einen kleineren Meißel habe, nehmen wir mal den ganz kleinen, bei diesem Durchmesser, da ist die Spitze sehr, sehr nah am Holz und das Risiko, dass es euch reinnimmt, das ist viel, viel größer. Abgesehen davon, dass die nicht besonders scharf ist, Risiko vergrößert sich für einen Catch. Geht aber schon. Dann schauen wir mal noch diesen Meißel hier an. Als ich das erste Mal jemanden mit diesem Arbeiten gesehen habe, habe ich gesagt, jetzt nimmt's ihn rein, jetzt nimmt's ihn rein, jetzt. Und das hat wunderbar funktioniert bei dem. Und dann habe ich gedacht, so, also, dann muss ich das auch mal ausprobieren. Muss ich das auch mal ausprobieren und habe einen meiner alten Meißel genommen und habe den so rund angeschliffen. Ich muss sagen, das hat sehr gut funktioniert. Ein Fan bin ich nicht geworden, aber schauen wir uns das mal an.
Vorteil. Der Vorteil ist, diese Spitze, die ist nicht so akut und dadurch ist das Risiko, dass ihr mit dieser Spitze, dass es euch fängt mit dieser Spitze, ist kleiner geworden. Mir scheint aber, dass auch die Schneidefläche kleiner wird. Wenn ich so arbeite, schneidet das von da bis da. Wenn ich da arbeite, habe ich eine kleinere Auflagefläche. Die schneidet die Auflagefläche mit dem Ballen, mit der Phase. Die bleibt sich immer gleich und die ist so sehr wichtig. Aber die Schneidefläche wird kleiner und ihr habt gesehen, auch die Späne sind kleiner geworden. Also genau, ein Fan bin ich nicht geworden. Ciao Francesco! Ein Fan bin ich nicht geworden, aber sie hat durchaus ihren Vorteil und das Risiko, dass es euch fängt, das wird schon kleiner. Schauen wir uns mal an, was man sonst noch alles Nettes machen kann mit dem Meißel. Ganz klar haben wir hier die V-Kerben. Und auch da muss man einfach sagen, so eine sauber geschnittene V-Kerbe, die kannst du mit nichts machen, außer mit dem Meißel. Das schauen wir uns noch ein bisschen detaillierter an. Mal sehen, ob man das mit dieser Kameraeinstellung gut sieht. Ja, sehr gut. Also, ihr seht, auch hier, der Ballen, die Phase, die liegt immer an, aber nur gerade an dieser Kante, nicht die ganze Phase, das schneidet ziemlich. Ihr seht das gut, wenn ihr da schaut, oben ist offen, die liegt nicht so an, da ist offen. Und von der anderen Seite sieht man das, glaube ich, auch. So, ich mache da eine neue. Ihr seht, ich nehme mal einen Bleistift, genau. Also, wenn ihr das anschaut, seht ihr hier. Hier ist offen. Die Phase, die liegt nicht so an. Da fängt es euch, das ist fast garantiert. Das hängt ein und das fängt euch sofort. Selbe Geschichte von dieser Seite. Also, das war jetzt einhändig. Da ist offen. Ihr seht, das ist nicht so, sondern so. Mal Headcam. Schauen wir uns das mal an, einzoomen, ah, das ist schon, mehr geht nicht, oh, mehr geht nicht, okay, noch einmal dasselbe, hier ist offen, anliegen tut die Phase nur hier unten, selbe Geschichte von dieser Seite, hier ist offen, anliegen tut die Phase nur unten. Wozu braucht man diesen Schnitt überhaupt? Das ist sehr wichtig. Wir brauchen den sehr oft, um stirnseitig einzustechen. Also wenn wir einen Kerzenständer oder sowas machen, der muss ja dann schön auf dem Tisch aufliegen und darum muss man stirnseitig schön einstechen, winklig oder sogar leicht
einen Hohlschnitt. Dazu brauchen wir diesen Schnitt sehr oft und den muss man einfach beherrschen. Also üben, 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 bis man den wirklich beherrscht. Und wenn man, wollte ich noch was sagen? Wenn ich winklig einstechen will hier, muss meine Faser genau winklig zur Drehachse stehen und dann wird auch der Schnitt winklig. Wenn ich so eine V-Kerbe machen will, je nachdem, wie steil ich die machen will, muss ich meine Faser genauso steil anstellen, wie ich die Kerbe haben will. Mein Meißel schneidet immer in die Richtung, in die die Faser geht. Wenn ich in diese Richtung schneiden will, dann muss auch meine Faser in diese Richtung zeigen. Also die Faser, Achtung, nicht der Meißel selber, sondern die Faser. Also wenn ich einen steileren Winkel anschneiden will, muss meine Faser sich verändern, muss in diese Richtung gehen. Jetzt geht sie in diese. Wenn ich steiler anschneiden will, muss die Faser auch steiler angestellt werden. Wenn ich hier hinter schneiden will, muss meine Faser in diese Richtung gehen. Achtung hier oben. Immer genügend Luft lassen, um hier nicht einzuhängen. Schauen wir uns mal diesen Meißel mit dieser sehr, sehr langen Faser an. Funktioniert ja eigentlich ganz genau gleich. Faser anlegen lassen und dann schneiden. Da wir da einen sehr, sehr spitzen Anschärfwinkel haben, ist die Schneide schärfer, schneidet besser, aber sie ist auch aggressiver. Das heißt, ihr müsst einfach wirklich besser aufpassen noch, dass ihr die Faser immer gut anlegen lasst. Ich nehme jetzt da die Handauflage ein bisschen rauf, da bin ich bequemer. So, jetzt nochmal die zwei. Ihr seht auch da, der Griff ist auf Hüftknochenhöhe etwa. Wir sollten nie mit den hochgezogenen Schultern arbeiten müssen. Drechseln muss etwas entspannter sein. Auch die Beinstellung, mal sehen, ob ich euch das da zeigen kann. Beinstellung ziemlich breit, damit ihr von einem Fuß auf den anderen Fuß Gewicht verlagern könnt. Damit ihr nicht spazieren müsst während dem Drechseln. Was ihr da jetzt wieder seht, ist zuerst anlegen, nicht schneiden, leicht abkippen und schneiden. Okay. Auf wie viel Grad schleife ich meine Meißel? Ihr seht, ich habe jetzt diesen hier, der ist wirklich sehr, sehr spitz angeschliffen. Oh, Cam. Sehr, sehr spitz angeschliffen. Ich habe noch nie in meinem Leben, muss ich ganz ehrlich sagen, Winkel gemessen bei meinem Werkzeug. Ich kann aber mal kurz nachschauen, wenn ich das Winkelmessgerät gerade finde, dann kann ich euch da eine Information mehr geben. Nicht hier. Nein, sorry. Nein, ich weiß gerade nicht, wo es ist, aber ich zeige die mal zum Vergleich so. Der
Der Stahl ist etwa 6 mm stark. Das ist bei beiden etwa gleich. Ja. Und da habe ich 1 cm lange Phase angeschärft. Und das ist, was ich eigentlich im Normalfall habe. Hier habe ich eine 15 mm Phase angeschärft. Das ist nicht die, die ich normalerweise habe, aber ich habe diesen Meißel, wie gesagt, mal so angeschärft, weil es mich Wunder nahm. Aber das ist, was ich im Normalfall habe. Ihr könnt ja das jetzt selber kurz ausrechnen. 5-6 mm starker Stahl, 10 mm lange Phase. Das ergibt sich dann. Wer da ein bisschen gut ist in Geometrie oder aufzeichnen. So, ich nehme mal ein neues Stück. Okay, da habe ich ein neues Stück. Immer vom gleichen Stück. Da hat es ein paar Risse drin. Das ist wirklich, das war so ein Abfallstück, aber für diese Übungen hier geht das sehr gut. Wie ist das eigentlich, wenn ich die Maske runterziehe mit dem Ton? Zurück zu Stefan wegen dem Schruppen mit Meißel oder Röhre. Röhre ist natürlich sehr, sehr schnell und sehr effektiv. Ihr habt gesehen, die Oberfläche, die lässt sehr, sehr, sehr zu wünschen übrig. Ich schruppe sehr oft direkt mit dem Meißel, zumindest bis 6 cm Kanteln oder auch 7 cm Kanteln schruppe ich mit dem Meißel direkt. Auch ein bisschen aus Faulheit, da muss ich nur ein Werkzeug in die Hand nehmen. Also mache ich das gleich so. Auch da gilt dasselbe. Da gilt dasselbe. Eigentlich zuerst anlegen, ohne schneiden. Nur ist das Anlegen ist fast virtuell eigentlich. Also ihr könnt da fahren, heranfahren, leicht abkippen und dann kommt das. Ich zeige das nochmal von oben. Also ranfahren, von weitem kommt ihr da, fährt ran. Okay, und von dieser Seite genau gleich. Also Stefan, ich weiß nicht, ob deine Frage somit beantwortet ist. Ich sag mal so, es kommt nicht so drauf an. Aber wenn es schnell gehen muss, ist eigentlich die Schruppröhre effektiver. Ich mache das, ich sag mal, bis 5 cm brauche ich keine Schruppröhre. Kommt auch noch ein bisschen aufs Holz an, auf die Holzart an, wenn das ein schönes, eben wie hier, da habe ich dieses Stück Linde, dann ist das problemlos. Aber wenn es natürlich ein bisschen ein Hund ist, dann nicht.
Schaue ich mal, ob ich ein Stück habe, das nicht so eine schöne, nette Linde ist. Vielleicht, bevor ich das Stück wechsle, möchte ich noch sagen, dass der Meißel ja nicht nur für V-Noten zum Abstechen und zum Schlichten ist, man kann auch den auch als Form Werkzeug benutzen. Also, ich sag mal, zum Beispiel eine Ihr seht, auch ich bin nicht gefeit. Ja, da hat es jetzt da was, macht nichts. Also zum Beispiel kann man da einen Tarnis, kann man sehr gut andrehen mit dem Meißel. Okay. Dann machen wir den etwas so lang. Einen Viertelstab. Kann man sehr gut andrehen. Kann man auch mit der Spitze machen. Das war jetzt nicht so toll. Okay. Und dann kann man auch, so, jetzt kommt der Karnis. Geht alles, das ist jetzt nicht ganz sauber, das kann ich probieren, das ist nicht ganz einfach. Okay. So, da haben wir einen sauber ausgedrehten Karnis, ist klar, die Tiefe hier, das ist ausgerissen, da hat es Risse drin, das tut nichts zur Sache jetzt. Ich brauche ja da nicht meine schönsten Hölzer auf. Die Tiefe dieser Kehle hier, da sind wir konditioniert von der Breite des Meißels. Also, wenn ich da die Rundung machen will, stehe ich da hinten an. Das heißt, irgendwo ist da ein Limit in der Tiefe und in der Größe der Rundung vom Durchmesser. Also wenn ich einen kleineren Meißel habe, ich nehme mal den hier, der gibt mir noch ein bisschen mehr Platz beim Runden, dann kann ich auch eine tiefere, stärker abgerundete Kehle machen hier. Und nun vielleicht die Frage, eure Frage, ja, warum soll ich das mit dem Meißel machen und nicht mit der Formröhre? Warum soll ich das mit dem Meißel machen und nicht mit der Röhre? Das ist eigentlich ganz einfach. Die Formen, die werden ganz einfach.
sauber, weniger Schleifen, weniger Wellen drin. Natürlich kann ich das mit der Formröhre machen. Vorteil der Formröhre ist ganz klar, ich komme tiefer. Und dann von der anderen Seite kann ich ja trotzdem den Mais nehmen. Aber wenn ihr jetzt nur kurz, jetzt gehe ich mal auf die 1 wieder, wenn wir damals schauen, den Finish, den ich da erhalte mit der Röhre, ist, und dieses Holz ist auch schon leicht gestockt, aber trotz allem, man sieht, der Finish mit der Röhre kommt niemals, niemals an einen Finish mit dem Meißel ran. Da hat es auch ein bisschen ausgerissen, man könnte das noch besser machen, aber das ist halt, das ist ein Meißelfinish. Und das ist einfach was ganz anderes. Also, ihr seht, Meißel ist nicht nur für um zu schlichten, für gerade Formen, für V-Kehlen und so weiter oder zum Abstechen. Den Meißel kann man sehr gut auch brauchen, um schöne, saubere Langholzformen zu schneiden. Oh, das ist ein bisschen dick hier, aber um das geht es ja jetzt auch gar nicht. Geht sowieso direkt ins Feuer. Ciao, Benja. Okay, nehmen wir. Ah, da habe ich ja genau dieses Stück Buche, wollte ich ausprobieren. Mal sehen, was das ändert. Dumm ist nur, ich trinke gerne Bier, Stefan. Ich mag Bier, aber Weißbier nicht so. Aber vielleicht müsste ich mal kommen und Weißbier vor Ort probieren, dann wäre das besser. Okay, mal schauen, wie das mit diesem Buche geht. Da zeige ich euch dann noch was anderes. Okay, ich starte auch da wieder direkt mit dem Meißel. So, Buche, nein, die 1, so, da schauen wir uns die Oberfläche mal an, soweit ganz gut, nicht perfekt, jetzt schauen wir mal, wie das wird mit dem länger angeschliffenen Was soll ich sagen? Ändert soweit nichts. Ja? Ja, vielleicht ein bisschen sauberer ist. Doch, da sieht man es. Da ist ein bisschen leicht ausgerissen. Da ist ganz sauber. Ein bisschen sauberer ist es. Was wir dann auch noch machen können, wenn wir ein Stück Holz haben,
Nein, nein, Stefan, wir machen das ganz, ganz anders. Irgendwann komme ich und trinke Weißbier mit dir und dann sprechen wir in aller Ruhe darüber. Ah, ich gehe noch mal auf die 2 und dann schauen, nein, ja, doch, doch. Dann schauen wir uns mal den Schnittwinkel an, genauer. Ihr seht, der Schnittwinkel hier ist etwa 45 Grad. Also wenn das 90 ist, das sind etwa 45 Grad. Kommt nicht so drauf an, wie schräg ihr das anschärft. Dann, je nachdem, wie schräg das angeschärft ist, haltet ihr halt den Griff ein bisschen schräger oder ein bisschen gerade. Also, meine sind alle etwa gleich. Das ist eigentlich die Standardhaltung, etwa 45 Grad. Wenn ihr aber ein Stück Holz habt, welches ein bisschen eine Gegenmaserung hat und so, dürft ihr gerne den Winkel auch ein bisschen aufstellen. Also jetzt arbeite ich mit etwa 70 Grad. Das heißt ganz klar, die Angriffsfläche aufs Werkzeug wird kleiner, die Liegefläche des Ballens ist immer etwa gleich. Was ich weniger habe, ist unten die Klinge, die mir dann das alles abträgt. Und darum sieht man hier ein bisschen, wie es ausreißt. Ist aber nicht so schlimm. Aber die Oberfläche, die ist jetzt sehr, sehr viel sauberer geworden. Mal schauen. Also ihr seht hier. Ich weiß nicht, wie gut man das sieht. Doch, doch, man sieht es ein bisschen. Hier hat es ein bisschen ausgerissen. Das ist aber in dem Teil vom Holz, wo ich sowieso dann wegdrehe. Dann hier sehen wir vielleicht den Unterschied von hier und ab hier. Man sieht jetzt das nicht so gut. Aber wenn halt das Holz ein bisschen die Tendenz hat auszureißen in eine oder in die andere Richtung, dann kann man das mit einem steileren Schnittwinkel ein bisschen ändern. Also anstatt so, anstatt so, etwa so. Ihr seht, die Späne verändern sich massiv. Also ich habe nicht mehr diese großen Kringel hier, aber die Oberfläche kann sauberer werden. Wie immer, ihr müsst es ein bisschen fühlen, ihr müsst ein bisschen spielen. Es gibt nicht die einzige richtige die einzige richtige Haltung fürs Werkzeug, das kommt von Holz zu Holz ein bisschen drauf an. Okay, jetzt haben wir noch, was haben wir hier noch? Dieses Monster hier. Klar, muss nicht ausschließlich für große Holzstücke sein. Geht problemlos, ist nicht so scharf. Ist auch nicht ein guter Stahl. Ich habe diese
Diesen Meißel, das ist irgendein französischer, alter französischer Stahl, den ich mal bekommen habe. Stahlqualität sehr mäßig, aber ich muss jetzt da sagen, auch geschärft eher mäßig. Wann brauche ich den? Den brauche ich vielleicht, wenn ich einen Treppenpfosten drehe, 80, 100, 120 mm Durchmesser, dann bin ich mit diesem Meißel bei diesem Durchmesser mit allen gefährlichen Ecken sehr, sehr nah am Holz. Dann nehme ich diesen großen hier und erhalte somit mehr Entfernung und dann riskiere ich weniger. Ich brauche den eigentlich kaum, hat auch damit zu tun, dass kaum mehr jemand mich nach Treppenpfosten fragt. Das hat sich halt sehr viel verändert für mich. Als ich in den Anfangs 90er als selbstständiger Drechsler begonnen habe, da habe ich Treppenpfosten, Staketen, also diese Geländer und all das gemacht. Das ist einfach vorbei. Das ist wirklich einfach vorbei. Und wenn ich noch was Großes mache, dann ist das meistens eine Skulptur oder sowas. Und dann hat es Äste drin und so weiter. Und da brauche ich den Meißel nicht mehr. Also, diesen großen Meißel hier, den brauche ich kaum einmal. Stefan, den Meißel zum Schaben verwendet. Dafür brauche ich keinen Meißel. Also der große Vorteil vom Meißel ist ja eben gerade, dass ich mit dem eine Oberfläche hinbringe, die ich mit keinem anderen Werkzeug hinbringe. Also warum sollte ich dann den Meißel zum Schaben verwenden? Nein, ist eigentlich kein Thema. Ich weiß, dass das zum Teil im Querholz verwendet wird. Schale außen mit dem Meißel nachschaben und zwar wirklich leicht hängend und die Schneide hängt ja auch schon. Dann ist das sozusagen wie ein Negativ. Schaber. Und da kann man bei Hölzern, die man auf keine Art sauber bringt, kann man die auf diese Art sauber bringen. Ich sag mal, zum Beispiel Kröpfe, wo man ja nicht mehr sagen kann, der hat eine Holzrichtung, die geht ein bisschen in alle Richtungen. Und wenn du das normal arbeitest wie Querholz von unten nach oben, dann reißt irgendwo aus. Und wenn du das wie Langholz arbeitest, dann reißt irgendwo anders aus. Und mit dem Schaber hast du dann generell eine weniger saubere Oberfläche, aber nirgends diese Ausrisse. Das heißt, darf man den Meißel als Schaber brauchen, aber im Längsholz ist das kein Thema. Ich meine, das können wir da mal. Natürlich ist das bequem. Also Drechseln ist ja wirklich ganz einfach, oder? Aber das ist jetzt nicht mal so schlimm geworden. Shit. Drechseln ist das nicht, sorry Leute. Wenn ich dasselbe Spiel schneide, das fühlt man schon, das könnt ihr jetzt nicht, aber mal sehen, ob die 1 uns das zeigt.
Nicht so gut. So, da sieht man es besser, glaube ich. Das ist ein bisschen zu nah. Okay, also das ist geschnitten. So, das ist geschnitten, das ist geschabt und das ist nicht dasselbe. Das sieht man schon beim Video. Die Qualität, man sieht es nicht so gut, aber man sieht es. Also, nein, ist für mich absolut kein Thema. Der Meißel ist zum Schneiden und nicht zum Schaben. Ach, ich bringe noch mal ein Stück Linde. Diese Linde hier hat schon ein bisschen Wasser gesehen. Ihr seht das. Gut, sie hat blaue Verfärbungen und so, das ist wirklich nichts Besonderes, aber tut nichts zur Sache. Im Prinzip geht es, eine Kugel zu drehen mit dem Meißel. Gibt eine sehr saubere Oberfläche, ist ganz klar, aber das Risiko ist halt schon ziemlich groß, selbst für mich. Also, ich mache das nicht. Da verzichte ich auf den Meißel, wirklich. Schlichte ich dieses Stück mal noch kurz. Ich mache das wieder mit dem Meißel einfach für euch als Übung. Und zwar, ja, mache ich das mit der 2 Handgriff am Hüftknochen, nicht in der Stirn einfahren, da sozusagen von weitem fahren kommen und langsam einfahren. Ne? So. Und in der Stirn ausfahren, von dieser Seite, selbes Spiel. Okay, und jetzt wollte ich mal eine Probe machen. Eine Probe machen mit dem sogenannten Russenmeißel. Wie gesagt, da, ich sage das dann auch noch in Italienisch. Ich habe das Teil noch nicht lange und wollte es schon lange ausprobieren, habe es aber noch nicht gemacht. Ich habe es geschärft heute Morgen und es ist wirklich eine Probe. Ich habe da keine Übung mit diesem Meißel hier. Perché io sono abituato a spingere da qua, col manico qua. Adesso cambio di nuovo perché. Allora, la 2. Sì. Ok, also. Sorry, ich habe vergessen, wo ich bin. Ne? Ich bin in Deutschland, ich bin nicht in Italien. Also, wenn ich jetzt meine 45 Grad beibehalte hier, dann muss ich hier stoßen und das bin ich mich nicht gewohnt. Ich bin gewohnt, mit dem ganzen Griff, den Griff eigentlich wie eine Lanze zu gebrauchen und hier zu schieben. Und das ist anders. Aber es ist weiter eigentlich kein Problem. Vorteil, den ich schon sehe, ist, wenn ich dann mit dem Griff, ohne dass ich groß mich bewegen muss selber, kann ich einfach den Griff raufziehen und kann so
saubere Formen drehen, das ist ganz nett. Mal schauen, wie es in diese Richtung geht. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu nah dafür mit der Handauflage, weil ich ja mich da bewegen will. Also, fünf, ups, der beißt. Ach, Also, auch da kommt es ein bisschen auf. Großer Vorteil ist, ich habe verschiedene. Ja, das ist jetzt wirklich eigentlich ein Vorteil, aber ich habe den jetzt verbrannt. Der ist jetzt blau. Die Spitze war schon, aber jetzt ist der da blau. Schaut euch das mal an. Der ist jetzt blau hier. Oder vielleicht mit der 1. Hallo? Ich habe das geschafft, den blau zu bringen mit 2 Schnitten. Dass es hier ausgerissen hat, das ist nicht die Schuld vom Meißel, das ist das Holz. Dieses Holz will in diese Richtung bearbeitet werden. Den Vorteil, den ich schon gesehen habe, das gefällt mir jetzt eigentlich ganz gut, ist, ich kann spielen mit der Breite. Also ich kann, wenn ich hier oben arbeite, kleinere Kurven machen. Hier habe ich mehr Auflage, also ich kann da ein bisschen spielen mit. Mal schauen. Also, ich da arbeite. Ups! Da habe ich einen schönen Nürnberger produziert. Mit dem sehr schön einstechen. Und ich habe mit meinem eigentlich auch. Also, ich sag's mal so, ich kann jetzt bisher keinen großen Vorteil entdecken von diesem Meißel zu meinem Meißel, aber ich schaffe das tatsächlich und das habe ich jetzt wieder geschafft. Das wird sofort blau. Entweder habe ich den schlecht geschärft, zu spitz, oder die Stahlqualität ist suboptimal. Da muss ich noch ein bisschen schauen, aber der ist jetzt wirklich tiefblau. Auf den vorderen 2 mm ist der tiefblau. Ah, wenn da jemand einen Tipp hat für mich, Fragen zum Thema, Fragen zur Drechslerei generell. Okay, es ist 11:30, 11:55. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, dann machen wir noch ein paar schöne Schnitte mit meinem Lieblingsmeißel. Mal sehen, da wollte ich noch den Vergleich machen. Also ich
Ja, ich fühle mich wohler mit meinem Meißel. So, ihr seht das auch den Spänen an. So, das ist, was mir gefällt. Also, definitiv kann ich sagen, ich fühle mich wohler mit meinem Meißel als mit dem sogenannten Russenmeißel. Ich werde mal ein, zwei andere Hölzer holen noch. Das heißt, wenn ich schon mit dem Meißel arbeite, mache ich was Nützliches. Okay, was ich jetzt machen werde, ich habe da Holz für Honiglöffel. Also mache ich ein paar Honiglöffel. Ein paar. Was halt dann rausschaut. Und da starte ich direkt mit dem Meißel. Da gehe ich nicht erst schrubben mit der Schrubröhre. Das Stück hier ist übrigens Birne. Ich zeige euch das ein bisschen. Birne ist ein Traumholz, um mit dem Meißel zu üben. Das ist wirklich einfach fantastisch. Eines der schönsten Hölzer, um zu drechseln, meiner Meinung nach. Schauen wir uns die Oberfläche mal kurz noch an. Da sehen wir, da muss in der Nähe nass gewesen sein, da reißt es ein bisschen aus, aber sonst sauber, sauber. Ist ein bisschen zu lang. Dann, damit alle etwa gleich sind, das Modell hole ich jetzt nicht. Ich habe ein Modell, aber die müssen ja nicht alle ganz genau gleich sein. Mehr oder weniger habe ich mein Modell im Kopf. So, ja, ein bisschen kürzer noch. So. Da nehme ich die Röhre, kann man verschiedene Möglichkeiten machen. Ich habe jetzt da die, das ist ein bisschen vielleicht nicht ganz so gewohnt, was ich jetzt da gemacht habe. Ich habe die Schalenröhre genommen und habe sie eigentlich fast wie ein Meißel benutzt. So, da können wir noch, das können wir mal kurz anschauen. Ne? Wenn ich die Schalenröhre so brauche, ist das fast wie Meißel. Es gibt auch eine sehr schöne Oberfläche, dieselbe Art Späne,
So, aber die Form, die habe ich besser im Griff mit dem Meißel. Zu dicken diesem Ende. So, das ist sie eigentlich schon. Nein, stimmt natürlich nicht. Dann nehme ich diesen kleinen Abstecher. Schleifen. Schleifen. Wenn ich da schon mit dem Meißel arbeite, kann ich gut mit 180, 240 und dann reicht das schon. Da gehe ich noch zuerst noch ein bisschen tief runter, damit ich da bis runter schleifen kann. Selbe Geschichte hier. Also 180. Und 240, das ist 320, 240, das reicht schon. So. Okay, sowas habe ich mir gedacht. Bisschen schlanker dürfte er noch sein. So, da hätten wir wieder einen. Ich wechsle immer gerne ein bisschen ab mit dem Holz. Da habe ich was ganz Besonderes. Mal schauen, was mit dem geschieht. Wer hat es schon erkannt? Okay, da mit diesem Ast drin werde ich vorschrubben mit der Schrubbröhre und nicht okay. Also für alle, die sich jetzt fragen, schau Iva, was das für Holz ist. Wenn ihr hier wärt, könntet ihr das riechen. Und es wäre sofort alles klar. Es ist Zirbe.
mit dem Ast drin. Oh, mit dem Ast drin. Headcam. Ja, genau, so. Ah, gut, hä? Okay. Also, jetzt ist es 11.56 Uhr. Wir neigen uns dem Ende zu. Wenn ihr irgendetwas zu ändern habt oder wenn ihr einen Zeitpunktwunsch habt für diesen Chat, sagt mir bitte Bescheid. Ich würde mich gerne ein bisschen anpassen. Nur schon, damit das nicht einfach nur ein Monolog ist. Es soll kein Monolog sein, absolut nicht. Also sagt mir Bescheid, meldet euch, macht mit. So würde ich sagen, schönen Gruß, schönes Wochenende, schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Tschüss.